Hey Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Spielerezension. Und zwar geht's heute um Freitag, ein Solo-Abenteuer von Friedmann Friese. Bei diesem Solitärspiel geht es darum, dass man selbst gewinnt, denn es ist ein Spiel für eine Person. Du schlüpfst in die Rolle von Freitag und hilfst Robinson, der ja auf deiner Insel gestrandet ist, dabei die vielen Gefahren auf der Insel zu überstehen und zu bekämpfen. Robinson stellt sich jetzt nicht gerade geschickt an, was es dir halt nicht ganz so einfach macht. Aber seine Fähigkeiten werden besser. So, was steht denn hier drauf? Ein Spieler, spielbar ab 10 Jahren und eine Runde dauert ca. 25 Minuten, was ich bestätigen kann. Man wird aber schneller oder auch langsamer. Kommt immer drauf an, wie die Karten liegen. Dann machen wir gleich mal wieder einen Blickwechsel und ich hol dich näher hier ran. Und komm. Dann packt man das Ganze mal aus. So. Darin befindet sich eine Gebrauchsanleitung, ein Beiblatt mit besten Liste hinter, drei Plateaus, Lebenspunkte und Karten. Die Gefahrenkarten, diese sind unterteilt, kommen auf das Gefahrenplateau. Darunter positioniere ich die Phasenkarten, grün, gelb, rot. Auf das Tollpatsch-Plateau kommen die Tollpatsch-Karten. Diese sind daran erkennbar, dass unten so ein Holz-Robinson drauf ist, in dunkel und in weiß. Die weißen sind unten weiter. Dann gibt es noch das Robinson-Plateau, da kommen die Robinson-Karten hinauf. Die haben unten immer nur so einen Zaun. Beim ersten Mal ansehen sehen alle Karten komplett ident gleich aus, aber wenn man das ein, zweimal gespielt hat, dann sieht man das sofort, also den Unterschied. Dann gibt es auch noch Piratenkarten. Hier, diese werden gemischt, zwei davon gezogen, die restlichen kommen aus dem Spiel und diese zwei, das sind nämlich unsere Endgegner, kommen hier neben das Plateau verdeckt hin. So, der Spielablauf ist immer der gleiche. Als erstes sieht man zwei Gefahrenkarten vom Gefahrenplateau. Wir befinden uns zurzeit in Phase Grün. Eine davon suchen wir uns aus. Dann nehmen wir diese hier mit dem Floß zum Wrack. Die andere wird verdeckt da weggelöscht. Da wir uns in Phase Grün befinden, müssen wir 0 Punkte aufbringen. Hier wird angezeigt, wie viele Karten man aufnehmen darf. Nämlich Karten vom Robinson-Plateau. Dann ziehen wir mal eine. So. Schwach. Jetzt haben wir Glück gehabt, weil hier kein Minus zu sehen ist und weil hier nur 0 erforderlich ist. Das heißt, wir haben das schon mal glücklicherweise hinter uns gebracht. Ha, das Wichtigste vergessen. Es gibt hier ja diese Lebenspunkte. Zwei davon kommen mal direkt weg. Die sind im Reservoir und das sind die eigenen. Angenommen würde diese eine Gratiskarte, die ich ziehen darf, nicht ausreichen, kann ich einen Lebenspunkt opfern und eine weitere Karte ziehen. Dazu kommen wir bestimmt noch. Wusstest du eigentlich schon, dass du mich jederzeit kostenfrei abonnieren kannst? Nein? Dann weißt du auch noch nicht, dass du die Glocke dabei nicht vergessen solltest. Nachdem die Gefahr besiegt ist, legen wir die Karten verdeckt über den Robinson-Stapel. Die Gefahrenkarte wird hiermit jetzt automatisch zur Robinson-Karte. Die hat nämlich zwei Seiten. Weiter geht's mit neuen Gefahren. Wir ziehen zwei Gefahrenkarten. Was haben wir hier? Jetzt machen wir es aufregender. Wir nehmen Insel erkunden. Da dürfen wir zwei Karten ziehen und müssen einen Punkt erreichen. Nun ziehen wir mal zwei Karten. Nummer 1 ist 0, die ist nämlich schwach, da passiert nichts. Noch eine 0, na prima. Das heißt, wir opfern jetzt einen Lebenspunkt und ziehen eine weitere Karte. Noch einmal 0, ja prima. Nochmal 0. Ja, wer hat denn da gemischt? Ich nämlich nicht. Ich gebe mich jetzt aber in weiser Voraus nicht geschlagen, denn wenn meine Lebenspunkte erschöpft sind, habe ich das Spiel verloren. Und das wollen wir jetzt nicht so schnell. Das heißt, die Robinson-Karten kommen verdeckt auf den Robinson-Stapel und die Gefahrenkarte kommt aber wieder hier zu den Gefahrenstapel dazu. Ei, das heißt, da müssen wir noch einmal dagegen kämpfen. Wenn die Karten auf dem Gefahrenplateau erschöpft sind, ja, und alle hier liegen, dann werden die Karten, die hier sind, durchgemischt. Zack, zack. Die Stufe grün wird automatisch zu Stufe gelb. Ist der Robinson-Stapel erschöpft? Hier steht schon was Fieses drauf. Dann kommt eine Tollpatsch-Karte mit in den Robinson-Stapel, wird durchgemischt.
und dann wieder hier oben raufgelegt. Tollpatschkarten, das hört sich jetzt ja schon mal fies an, ist es auch. Das macht das Ganze nämlich schwieriger. Hier zum Beispiel wäre dann die Robinson-Karte minus 1. Minus ist nie gut. Nie. Oder diese hier, die höchste Karte hat einen Wert von 0. Wenn ich hier jetzt eine 3 hätte, hätte diese dadurch aber 0 Punkte. Und weiter geht's. Zwei Karten werden gezogen und jetzt allerdings wird schon kniffliger. Hier zum Beispiel, jetzt gilt nicht mehr die grüne Gefahrenquelle hier, sondern die gelbe. Das heißt, mit 4 Karten müssen wir 7 Punkte erreichen. Das wird lustig. Weil Robinson ist ja eigentlich noch sehr schwach. Wir haben noch keine Gegner, keine Gefahren bekämpft und somit haben wir die Gefahren, die ja eben dann auch zu Robinson-Karten wären, die stärker sind als die ursprünglichen, die wir haben, nicht mit im Stapel dabei. Ei, ei, ei. Angenommen, wir haben hier jetzt schon einige Gefahren besiegt und diese hier bei uns im Robinson-Stapel drin. Da habe ich jetzt mal was rausgesucht. Da gibt es zum Beispiel sowas, Nahrung. Die ist 1 wert und zusätzlich, also wenn man die jetzt aufzieht, ne? Ich habe da jetzt mal ein paar etwas rausgesucht, um Beispiele per Exempel zu machen. Hier zum Beispiel haben wir Nahrung. Das wäre ein Punkt und ein Leben. Das heißt, ich bekomme aus dem Reservoir ein Leben dazu. Yay, ich muss nicht so schnell sterben. Juhu. Oder, das haben wir hier. Das ist zwar leider nur 0 Punkte wert, aber dafür Phase minus 1. Das heißt, hier in diesem Fall, wir befinden uns in der gelben Phase, müssten wir eigentlich 7 Punkte aufbringen, aber durch diese Funktion nur 4. Und das ist mit 4 Gratiskarten, die man ziehen kann, schon etwas leichter schaffbar. Und so gibt es dann einige lustige Knöpfchen mit einmal kopieren, tauschen, sortieren und so weiter und so fort. So gibt es halt im ganzen Spiel viele Sonderregeln und man muss sich schon ein klein wenig über eine Strategie Gedanken machen, damit man denn überhaupt zu den Endgegnern kommt, zu den Piraten. Wie kommt man zu den Piraten? Nachdem man hier, ja, wenn man alle Gefahren durchgespielt hat, die Phase ändert, kommt man dann irgendwann zum Roten und wenn man die rote Phase durch hat, kommt man automatisch zu den Endgegnern, sofern man es überhaupt so weit schafft. Diese Endgegner haben es schon ordentlich in sich. Man muss beide bekämpfen, man kann sich allerdings aussuchen, welchen man zuerst bekämpft. Dieser hier zum Beispiel, da muss man 22 Punkte aufbringen können und zusätzlich steht da was. Nur die Hälfte der aufgedeckten Kampfkarten zählt. Ja toll. 9 Karten dürfte ich ziehen, um 22 Punkte zu erreichen. Nee, das ist ja dann schwieriger, weil nur die Hälfte gilt. Und habe ich den besiegt, kommt dann da mit nur 7 Karten 25 Punkte erreichen. Deswegen auch sinnvoll, seine Lebenspunkte ein bisschen zu horten und bei sich zu behalten, damit man noch zusätzliche Karten sieht. In diesem Heftchen ist alles genauestens dokumentiert. Es ist ein klein wenig viel zum Lesen, das gebe ich zu. Aber deswegen habe ich jetzt das Video gemacht. Die Grundregeln kennst du schon mal jetzt. Das Tolle ist, das Spiel wird einem eigentlich nicht langweilig. Man verliert die Zeit komplett aus den Augen und es hat so ein bisschen Suchtfaktor. Ich habe das jetzt, glaube ich, schon 40, 45 Mal gespielt. Ich habe ja sonst nichts zu tun oder wie immer schon, aber wenn dir das Video und mein spooky, gigantisch großer Schatten hinter mir gefallen hat, hinterlass mir sehr gerne ein Däumchen nach oben, vielleicht sogar einen Kommentar. Und dann empfehle ich dir noch einen Blick in meine Playlist mit Spieleanleitungen. Diese ist da wahrscheinlich hier oben und unten in der Infobox verlinkt. So schaut es nämlich aus im Schneckenhaus. Ja, ja. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dein Tayo.